Meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince John. Heute mit dem neuen Video zu Diablo 4 Season 2 im Sinne des Blutes, deswegen alles schön rot. Wir werden zwei Videos dazu machen. Das hier ist das positivere Video, da ich denke, dass sich Diablo 4 Richtung Diablo 3 entwickelt. Das aber in einem anderen Video, wer das sehen möchte, ist dann nochmal mit verlinkt oder auf meinem Kanal könnt ihr dann sehen. Werde ich mal schauen, wie ich das mache. Werde ich mich auch anders anziehen, damit ihr es farblich seht. Positiv in Blau, negativ in Rot. Ist natürlich ein kleiner Spaß. Schaut auf jeden Fall rein. Es wird spannend. Abonniert den Kanal, bleibt da gerne dabei. Geiles Ding. Also, im Zeichen des Blutes, die neue Season, die jetzt am 17. Oktober erscheint. Da gibt es ein paar geile Sachen. Wir wollen nicht zu sehr auf den Battle Pass eingehen. Auch da gibt es natürlich wieder ein neues Set, was man freischalten kann. Und es gibt einen neuen NPC. Es ist ja jetzt auch schon bekannt, dass Blizzard an einem bzw. zwei Add-ons arbeitet. Das soll natürlich jetzt auch kommen. Und ja, nachdem Season 1 nicht so positiv aufgenommen wurde, ist natürlich jetzt auch dieser Step mit diesen 40% schneller zu leveln und zu machen und nochmal so ein Endgame drumherum zu bauen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist das natürlich eine sehr beschleunigte Art und Weise und wir werden jetzt am 10.10. auch nochmal wahrscheinlich in den Patch Notes selbst sehen, dass es da ordentlich nach vorne geht. Da werden wir dann nochmal in die Charaktere reingehen. Wir haben hier einen neuen NPC, dieses ganze drumherum mit diesen Vampirkräften ist auch nur in der Season. Die neuen Bosse aber sind auch im normalen Standardspiel dann. Also das finde ich auch ziemlich cool, dass sie da nochmal ein bisschen was nachgemacht haben, nachgepatcht haben und jetzt auch nochmal den Weg gehen, am Endgame rumzuschrauben, denn mir war das ab Level 70, 80 zu langweilig. Dieses Überlilith machen und so, ja, hat mich dann nicht mehr geflasht. Beim ersten Mal hat man es vielleicht noch gemacht, beim zweiten Mal fand ich es dann nicht mehr so geil. Also, eine komplett neue Questreihe, storytechnisch drin, neue Eigenschaften mit verschiedenen Pakten, die man erreichen muss. Da wird dann differenziert zwischen kleineren vampirischen Fähigkeiten und größere. Für größere muss man dann auch mehrere Pakte gemacht haben. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Foto, wo man dann so sehen kann, man muss dann zum Beispiel was von Göttlichkeit haben, Wildheit haben und so weiter, die man dann in die Gegenstände reinsockelt. Dies ist auch nur möglich im Helm, Brust, Handschuhe, Beinpanzer und Schuhe. Nur dort kann man diese neuen Möglichkeiten reinsockeln, also ein bisschen anders als bei Season 1. Und auch beim Craften oder Rewall, es wurde natürlich auch das Gold angehoben. Das wiederum lädt natürlich auch ein, nochmal öfters rumzurollen und so weiter. Dort dann zum Beispiel zu sagen, als Beispiel, wir brauchen jetzt 3 Göttlichkeit auf einem bestimmten Item, um diese 6 Göttlichkeit zu erreichen. Für eine große vampirische Fähigkeit, nennen sie wir jetzt mal einfach, kann man da ein bisschen rumrollen und trotzdem das Item so behalten, wie man es haben möchte. Bei Vorgänger war halt so, dann hatte man halt ein perfektes Item, aber eventuell die falsche Farbe dann einfach beim Reinsockeln in den Schmuck. Ja, sieht jetzt so auf den ersten Blick solide aus. Es ist natürlich auch so der letzte Hilfeschrei, ne? Es ist so der letzte Rettungsring irgendwie. Season 2 wird wahrscheinlich der größte Beta-Test sein. Das sind wir, also ihr, die es jetzt spielt. Ich habe es ja gelöscht gehabt. Ich werde zu Season 2 jetzt nochmal reinschauen. Werde der Sache nochmal eine Chance geben. Ob sich das besser anfühlt, wer meine wirkliche unverschönte Wahrheit zu dem ganzen Thema sehen möchte, wie gesagt, habe ich da nochmal ein Video zugemacht und da gehe ich wirklich nochmal detailliert drauf ein, warum ich viele Sachen trotz dessen sehr kritisch sehe. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, denn so auf dem ersten Blick hat Blizzard auf jeden Fall im Kopf was zu ändern und hat bemerkt, ey, so läuft das irgendwie nicht so ganz. Das ist nicht so ganz geil, wir müssen was machen. Auch dazu kommt dann natürlich neue Ausrüstung und natürlich auch saisonale Ereignisse, die dann mehr stattfinden. Das heißt, man will uns immer mehr dazu bringen, auch den Baum und solche Sachen zu spielen. Deswegen leiten wir jetzt hier ein, die 5 neuen Überbosse. Der eine ist dafür dieser Vampir-Lord. Dafür braucht man dann zum Beispiel exzellentes Blut und so weiter. Für den einen oder anderen, den kann man nur bei der Höllenflut machen. Den anderen kann man
man zum Beispiel nur beim Baum farmen und die alle macht man dann um über Duriel, wie er sich nennt, hier der grüne junge Mann, der hier als zweite Stelle hier steht, der kann er nämlich über Uniques droppen. So Sachen wie Großvater oder Schako und so. Und diese bestimmten Sachen gibt es auch dann wirklich nur dort. Also die können dann auch, klar, kosmetische Sachen droppen, ne? Oder aber auch über Uniques, wobei über Duriel das Ding ist. Also man muss eigentlich alle machen, um über Duriel zu machen. Dann kommen dann so schleimige Eier und der andere droppt das. Wir wollen da jetzt nicht in jeden Boss einzeln reingehen. Wenn ihr dazu nochmal ein Video sehen wollt, können wir das gerne nochmal machen. Aber grundlegend ist so ein bisschen an D2 orientiert, wo man gesagt, oder ich auch gesagt habe als Kritikpunkt, das nehme ich sehr positiv auf von Blizzard, bestimmte Bosse öfter zu farmen, um bestimmte Mechaniken immer wieder zu machen, um dann belohnt zu werden durch besondere Items wie den Stein von Jordan. Hier sind wir. Unter anderem Gegenstände halt einfach. Ne? So, natürlich nach dem 100.000 Mal Ballrun, wenn wir jetzt D2 als Beispiel nehmen, ist das natürlich auch irgendwann mal langweilig. Dann gibt es natürlich auch 1000 Sachen, die man nicht haben möchte. Aber einige Dinge werden auch tradebar sein. Ich bin Fan von Traden, ja. Negativer Aspekt ist natürlich immer für Echtgeld Sachen zu kaufen. Dass dann andere Leute zum Beispiel 1000 Mal dann Duriel hintereinander laufen können, die Echtgeld ausgeben. Aber schwarze Schafe gibt es überall auf der Welt und Geld regiert die Welt und also ob die Leute sich da jetzt Accounts kaufen oder das kaufen und hier jenes kaufen und da. Es gibt immer eine Schatten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Und das ist halt so. Ich persönlich finde aber geil, was zu farmen oder bestimmte Gebiete zu farmen, da mit meinen Freunden zu tauschen. Und jetzt auch wichtig, innerhalb der Gruppe oder überhaupt der Gilde, hat es auch überhaupt meinen Mehrwert, zu sagen, ey, komm, wir machen jetzt einen Duriel Run, weil es ist so, es braucht nur einer die Ressourcen, dann kann man über Duriel zum Beispiel herbeirufen und dann können das mehrere Leute machen, dann kann man das viermal machen. Sorgt natürlich bei Solospielern dann wieder für Frust, weil das, was sie in einem Run machen, machen wir dann vier Runs, wenn wir in der Gruppe spielen. Kommt dabei auch gerne auf Twitch in unseren Discord, Link ist auch unten in der Beschreibung, um dort nicht zu verpassen. Da können wir uns gerne dann austauschen, da seid ihr dann herzlich willkommen, da können wir dann ein paar geile Runs machen und uns zusammentun. Kommt da auch gerne in die Gilde Sons of Jords. Ne? Macht auch Sinn. Ja, die sind aber auch dann im ewigen Realm drin. Also wer jetzt da mit seinem Level 100 Charakter reinspielen möchte, so. Man muss dazu sagen, dass die ganze Sache auch für diese Attackenanpassungen und sowas noch nicht stattgefunden haben. Wie gesagt, das ist eher ein großer Beta-Test. Was mir sehr, sehr gut gefällt, sind Sachen wie Quality of Life, dass die Edelsteine, Halleluja, endlich auch nicht mehr Slotplatz. Verzeihung. Da stößt alles auf, im Inventar rausgehen, sondern direkt in die Kiste. So sollte es auch eigentlich, finde ich, von Anfang an sein. Und finde ich, hätte man auch nach dem Release in Season 1 auch direkt so patchen können. Hätte, wäre, Fahrradkette. Ja, ansonsten ist alles viel schneller. Es gibt mehr Wegpunkte. Wir können schneller fortbewegen. Auch das Reittier hat da auch nochmal mehr, viel mehr Power und wird weniger aufgehalten. Auch immer lästig gewesen, von der Community aufgenommen. Und das sorgt dann natürlich auch für ein schnelles Spielerlebnis. Wie gesagt, im anderen Video gehen wir da nochmal rein. Wie gut oder wie schlecht das ist, lassen wir jetzt einfach hier so mal drin. Man kann jetzt Suchfunktionen auch machen innerhalb der Kiste. Ein bisschen schneller suchen, ja, ein bisschen mehr Platz würde ich nach wie vor mir wünschen. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist schon mal, dass Edelsteine und solche Sachen direkt in die Materialienkiste gehen. Kein Platz mehr wegnehmen. Und das ist auf jeden Fall für mich ein sehr schönes Quality of Life Gadget, was ich definitiv brauche. Ja, es wird natürlich auch wieder zahlreiche Belohnungen geben, Titel geben, Season-Belohnungen geben, Kleidungswaffen, Transmutifikationen und Reittier-Trophäen, auch bestimmt zum Beispiel über Duriel, da gibt es dann auch welche. Und mit Premium gibt es natürlich wieder mehr, auch auf den Geldaspekt ist das auch hier der Fall. Und Mark-Rüstungssets, ja, Urahnen da, vampirisch auch in dem Ganzen drin, dann könnte man jetzt den Battle Pass nochmal vergleichen mit Premium Battle Pass und beschleunigten Battle Pass. Das wollen wir aber alles gar nicht machen. Ich wollte das Video so kurz und knapp die Informationen, die bisher so da sind, für euch so schnell wie möglich zusammentragen. Ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich ein bisschen Bedenken, wie geil das werden soll oder werden wird. Wird man sehen. Muss man schauen, ob das am Ende wirklich das Erfolgsrezept ist, das was wir haben wollen, oder ob es dann wirklich dann doch nur am Ende des Tages ein D3 ist. Wie gesagt, Video werde ich gleich nochmal aufnehmen für euch
Und wir sehen uns dann in Season 2. Kommt da gerne bei Twitch vorbei. Wir haben da auch natürlich diesmal wieder keine Kosten gescheut. Ich habe da diverse Giftcards gekauft. Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch bei PlayStation Guthaben oder da. Wichtigste Info für mich, weil ich es gerade auch noch mit in der Hand habe, Steam Guthaben habe ich natürlich jetzt auch gekauft. Macht natürlich jetzt Sinn, weil Diablo ist jetzt, also das zweite Spiel neben Overwatch, was dann tatsächlich in Steam erhältlich ist und ist natürlich auch dann im anderen Video nochmal durchleuchtet. Deswegen, bleibt da mega gerne mit Liebe dabei, würde ich mich sehr freuen mit einem Abo und Like. Lasst da Liebe da, ich freue mich auf euch und wir sehen uns auf Twitch. Euer John, peace.